Bonner Home Video präsentiert ab 22. September in Ihrer Videothek. Tagsüber schlafen, nachts auf Tour, niemals alt werden, niemals sterben. Es macht Spaß, Vampir zu sein. Im Kino verpasst? Jetzt in Ihrer Videothek. The Lost Boys. Fucking Biker, sie kommen! Nicht wie weg! Sie kommen, Biker! Du wirst nie älter werden. Und du bist unsterblich. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Du besorgst dir jetzt einen schönen scharfen Pfeil und den treibst du ihm direkt ins Herz. Nach dem Video-Superhit Lethal Weapon bringt Richard Donner das Vampirabenteuer der 80er Jahre, The Lost Boys. Das Special Effects Team DreamQuest, ausgezeichnet für seine fantastische Arbeit in Blade Runner, Gremlins, Nummer 5 lebt und die Fliege, setzt mit Lost Boys neue Maßstäbe. Knoblauch wirkt bei uns nicht mehr! Und was ist mit Weihwasser, Stinkmaul? Video präsentiert ab 22. September in Ihrer Videothek. Klaus Kinski. Greif an! Nicht zurück! Den Speer hoch! Jetzt schick vor den Körper! Schau her, was passiert! Wenn du stolperst, bist du verloren! Ha! Werner Herzogs Meisterwerk Cobra Verde. Wir schicken ihn in seinen sicheren Tod. Welche wollen Sie haben? Die da. Was sind das für Frauen? Unsere zukünftigen Mörder. Mit über 200.000 Besuchern platzierte sich dieser außergewöhnliche Abenteuerfilm auf Anhieb in den Top 10 der deutschen Kinocharts. Cobra Verde. Im Kino verpasst? Jetzt in Ihrer Videothek. Warner Home Video präsentiert ab 22. September in Ihrer Videothek. Ich habe eine Überraschung für dich. Toll, ich liebe Überraschungen. Sie kam für eine Nacht, doch sie blieben für immer. Lass das! Was ist denn das für eine Scheiße? Hell, Hell. Das Hotel zur Hölle. Roy Scheider. Christopher Walken. In einer verhängnisvollen Liebesaffäre
tödliche Umarmung. Herr Saldo Mord mit David Jansen und Senta Berger. Warner Home Video präsentiert demnächst in Ihrer Videothek. Am Anfang war die Patientin zurückhaltend, ruhig, ja fast katatonisch, völlig unkooperativ. Morrison ist ein komischer Kerl. Ich habe ihn angemacht, er hat sich mal gesehen. Was ist mit Ihnen, Lewinsky? Sind Sie auch so komisch? Ich muss okay sein, ich hab's gesehen. Halten Sie mich etwa für jemanden, der Sie einsperren will? Sie werden nicht dafür bezahlt, mich freizulassen. Wie ist das bei Ihnen? Bekommen Sie Provision? Wollen Sie, dass ich Sie in diesem Kompetenzverhör vertrete? Ich weiß nicht. Sind Sie gut? Sie hatten einen guten, jetzt haben Sie mich. Wollen Sie sie auf die Straße schicken, um zu sehen, wen Sie als Nächsten töten? Ich belästige niemanden, der mich nicht zuerst belästigt. Kapiert? Ich glaube, Sie haben ihm die Nase gebrochen. Dann war der Tag nicht ganz umsonst. Wir lieben dich, Kind. Was? Wir lieben dich. Wieso haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie für die arbeiten? Das ist eine Frau, die der eigene Vater hassen könnte. Meine Tochter ist krank, sie ist krank. Es ist unmöglich, mit ihr zu reden. Sie braucht Hilfe. Claudia, die Verrückte. Die Rolle spiele ich nicht, hören Sie? Das genügt. Ich will für euch nicht verrückt sein. Sie haben Mademoiselle Volandon nicht etwa kennengelernt, während Sie sie heimlich beobachtet haben? Nein, nein. Das beruhigt mich. Spanner sind nämlich immer ein bisschen gestört. Eine sehr merkwürdige Begegnung. Er ist der Spanner, stimmt's? Verschwinde. Robert, ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich mag sie sehr. Einmal habe ich ein Gewehr auf meine Frau gerichtet, während sie schlief. Ich habe den Lauf direkt auf ihre Schläfer gehalten. Sie erzählten die Geschichte auch Mademoiselle Volant, aber ihr sagten sie, das Gewehr sei geladen gewesen. Hören Sie, Forestier, lassen Sie bloß Juliette in Ruhe. Ich fürchte, die Situation ist... Lassen Sie gefälligst Juliette in Ruhe, oder ich mache sie fertig. Du wirst doch nicht behaupten, die Kleine aus Vichy bumst besser. Hallo, Robert, haben Sie die Zeitung gelesen? Patrick ist verschwunden. Und wissen Sie, was geschehen wird, während Sie Ihre Ermittlungen führen? Ich werde an einer Kugel krepieren. Ich möchte, dass Sie Veronique in Ruhe lassen. Sie lieben Veronique. Ich liebe Juliette. Also mache ich alles, um sie wiederzukriegen. Hallo, Polizei. Hier, Robert Forestier. Es hat wieder jemand auf mich geschossen.